Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Elder Scrolls Online. Teso. Teso. Teso, Teso, Teso. Oh Gott, ich muss aufstoßen. Oh Gott, mein Bauchhumor total. Oh. Ja, das ist mal noch dieselbe Session wie bei Folge, keine Ahnung welche. Jetzt wird es aber dann wirklich mal die letzte Folge sein, weil ansonsten. Ja, ich spiele jetzt schon 11 Parts durch, das ist nicht gesund für mich. Gut, ich hab's geschafft. Das war unerwartet kompetent. Ihr würdet einen hervorragenden Hausdiener abgeben. Fick dich. Ich schätze, ihr wollt es nicht in Erwägung ziehen. Die Bezahlung ist gering, aber die Zulagen sind verlockend. Du bist bescheuert, aber irgendwie lustig. Na danke, ich bin nur wegen der Bücher hier. Wie schade. Die Folianten, die ihr sucht, sind hinter der Tür oben an der Treppe. Folgt dem Pfad, sobald ihr drinnen seid. Vielen Dank, Haskell. Ich erfülle nur die Wünsche des Meisters. Ich werde die Tür für euch öffnen. Oh, und passt auf die Skampen auf. Die kleinen Kobolde lieben einfach frisches Fleisch. Sie sind so kindisch. Okay, jetzt machst du mir Angst. In Ordnung. Hui. So, na dann. Hier entlang. Naja, ich warte nur auf die... Okay. Die Käse. Und versucht bitte nicht alles durcheinander zu bringen. Nein, ist doch in Ordnung. Ich mach doch gar nichts. Bin doch ganz lieb. Wo ist denn da bitte ein Schloss? Viel Spaß auf eurem Abenteuer. Okay. Ich bin so froh, dass wir diese Zeit zusammen hatten. Für eine Unterhaltung dieses Kalibers muss man gewöhnlich zu einer öffentlichen Hinrichtung gehen. Okay, und wo bin ich hier? Nur einer der vielen Schreine für meinen Herrn. Der gemeine Pöbel nennt ihn die Käsekrämerkerbe. Sheogorath mag diesen Ort, auch wenn er ihm nur selten die Ehre seiner Anwesenheit erweist. Und wer seid ihr? Er ist doch Haskell. Ich bin Fürst Sheogoraths Haushofmeister. Ich kümmere mich in der Abwesenheit meines Herrn um seine Angelegenheiten und die Schauderinseln. Die Schauderinseln? Habt ihr euch verlaufen? Wisst ihr denn nichts über den Ort, an den ihr gekommen seid? Die Schauderinseln liegen in Fürst Sheogoraths Ebene im Reich des Vergessens. Euch mehr zu verraten würde euch, um es einmal mit den Worten meines Herrn zu sagen, doch nur den ganzen Spaß verderben. Oh, Wortwitz, danke. Oh Mann, Sheogorath ist echt ein... Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Oh, die Kerbe. Okay. Hallo? Ist anybody hier? Hallo? Oh. Oh. Oh, das Lava. Das ist es, was ich meine. Das ist wie bei Skyrim der Anzug. Hier so böse und hier so gut halt. Wisst ihr, so zweideutig ist er. Also so zwei Sachen hat er immer irgendwie. Lava, cool. Ob wir da auch nochmal irgendwann hinkommen? Zu einem Gebiet, wo es Lava gibt? Bestimmt, oder? Rindfleisch, aha. Okay. Der Typ hat sie nicht mehr alle. Aber er lagert Zitronen. Das ist doch mal lobenswert. Wow. Okay. Ich bin gekommen, um euch zu bekämpfen. Ah, Tacke. Stopp! Stopp, 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 stopp! Toning gefallen! Danke. Ey, das ist ein schwerer Sack. Sexy. Sexy! So, wir müssen da hinten lang. Da gibt's aber auch noch was. Erkunden! Oh, ganz viele Messerchens. Okay. Ein Buch. Was ich nicht lesen kann, weil es wahrscheinlich sehr zugeklatscht ist mit irgendwelchen Sekundenkleber. Also gut, kann ich... Oh, da sind drei von denen. In Gruppen sind die ja schon ganz schön brutal, wa? Also sie sind auf jeden Fall nicht lustig. Alter, bitte... Oh! Fickt euch! Und du auch. Geht weg von mir.
Nein, ich bin gestorben. Nein. Ich komme zurück. Ich bin wieder da. Hi. Achso, ich bin noch ein Geist. Stirb. Alter, sind die hart. Wow, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Aber okay, ist ja auch Level 12, ne? Und ich bin genau dieses Level, also von daher ist es klar, dass eine kleine Herausforderung auf mich wartet. Sieh mal, Welpi, jemand zum Spielen. Der hat sogar genau dieselbe... Der hat genau dieselbe Synchronstimme wie aus Skyrim. Wie nice ist das denn bitte? Komm schon, stirb, 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 stirb. Aua. Welpi mag euch nicht, oder? Welpi kriegt jetzt auf die Fresse. Das kriegt Welpi. Aua, wie kannst du mich getroffen haben? Ha. Schaff's geschafft. Oh, okay. Wie der Quama seine Schuhe verlor. In steinig Felles, Asch und Sand, der kleine Quama sich verlief. Nirgendwo er seine Mutter fand, so sehr er auch zirpte, zuchte und rie. Okay, gut, das müssen wir jetzt nicht vorlesen. Sie an. Hä? Was haben wir denn hier? Da ist er mit seinem Anzug. Moment mal. Der ist ja da so alt. Das ist doch die Zeit vor Skyrim. Der müsste doch jetzt hier noch viel jünger sein. In Skyrim war der jedenfalls jünger. Komisch. Egal. Welpenmörder! Hier, um meine Bücher zu stehlen. Wer, wo, was, wann, manchmal, warum? Sprecht. Soweit ihr wisst, ist Ehrlichkeit die beste Methode. Ja, er hat dieselbe Stimme wie aus Skyrim. Ist einfach nur herrlich, die Stimme. Diese Verrücktheit, das passt richtig gut. Ich bin hier, um 4 Folianten für Charlidor zu besorgen. Charlidor! Dieser aufgeblasene Nord und ich kennen uns schon ein ganzes Weilchen. Ich weiß, was er will. Oh ja, das weiß ich. Seine Insel. Er will sich seine Insel zurückstehlen. Oh, wie sehr ich Herausforderungen liebe. In Ordnung, dann werde ich sie einfach mitnehmen. Wo bleibt denn da der Spaß? Ich sage euch was. Ich gebe euch ein Buch. Im Austausch für euer Herz oder eure Lungen. Eure Entscheidung. Nein, wartet. Ich habe eine bessere Idee. Wir machen einen Wettstreit. Ein Wettstreit gehüllt in ein Geheimnis mit einem Rätsel als Glasur. Was das für ein Spaß wird. Und was für ein Wettstreit? Ein paar Aufgaben, die eine oder andere Todesfalle, nichts wirklich Schwieriges wie, sagen wir mal, das Zusammensetzen des Stabs des Chaos oder den Neubau des Numidiums. Nehmt das erste Buch, Welpenmörder. Und ich gebe euch ein weiteres Buch für jede Prüfung, die ihr besteht. Seid ihr bereit? Ich schätze mal, wir sind im Geschäft. Ausgezeichnet! Käse und Kohl für alle! Aber halt! Wir sollten Charlidörchen über unsere Abmachung informieren. Mit ein bisschen Glück stirbt er gleich noch einmal. Und zwar vor Scham. Oh Gott, ist der... Nee. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das so klappt. Ich kann es gar nicht abwarten, sein Gesicht zu sehen. Wenn es wertvoll genug ist, hänge ich es vielleicht an die Wand. Was hat das zu bedeuten? Cheogorath! Ihr habt es nicht vergessen. Ah, oh, Charlidor. Nie schreibt ihr, nie kommt ihr zu Besuch. Vor einem Augenblick habe ich ein Geschäft mit eurem Lakaien hier gemacht. Wie lange wollt ihr diese Bücher schon? Eine Ewigkeit. Eure Geschäfte sind alles andere als fair. Welche Posse habt ihr euch denn dieses Mal ausgedacht? Betrachtet es als ein Abenteuer. Und keine Angst, auch für euch habe ich eine... Ich habe diese Bücher mit einem kleinen Fluch belegt. Nur mit einem klitzekleinen. Ich fasse mich kurz, Charly. Ihr werdet diese Bücher niemals lesen. Wie langweilig! Seid ein wenig kreativer, Charly. Wie wäre es mit Seid verflucht, verrückter Gott? Mögt ihr euch in einen Käse verwandeln, an dem in alle Ewigkeit Skewer herumnagen?
Leider fehlt mir die Zeit für noch mehr konstruktive Kritik. Wir bleiben in Kontakt. What the fuck, einfach nur der Typ, ey. Verflucht sei der verrückte Gott. Ich weiß nicht, welches Spiel er mit euch spielt, aber ich kenne den Einsatz. Wenigstens haben wir einen Folianten. Yay. Das ist wahr. Doch ohne meine Hilfe wird Valastet deutlich länger für die Übersetzung brauchen. Ich würde gerne zurückkehren und ihr die schlechten Neuigkeiten mitteilen. Keine Sorge, ich mach das schon. Dann schicke ich euch mal zurück nach Tamriel. Seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Wuhu, wir haben Sheogorath gesehen und das in diesem Spiel und das am Anfang des Spiels. Oh Gott. Ah, in Glenumbra. Leck mich am Arsch. Nur in Glenumbra. Ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Irgendwann werden wir mal ein anderes Bild sehen, dann bin ich voll geflasht davon. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, ich bin hier rausgekommen. Okay. Gut. Da werde ich mal einen Cut machen und danach mit Valastet sprechen. Also bis sofort. So. Ich hatte eine etwas längere Pause gerade. Aber für euch geht es sofort weiter, von daher ist es ja egal. Ah, mit Valastet müssen wir reden, stimmt ja. Boah, ich hab Schluck auf. Ihr strahlt eine Aura der Kraft aus. Heißt das, ihr habt die Bücher? Nur eins. Sheogorath wird uns zu Prüfungen nötigen, um die anderen zu bekommen. Prüfungen? Nun, das ist ein Anfang, schätze ich zumindest. Was ist mit Charlidor? Ihn hat es in einem grellen Blitz von hier fortgerissen. Sheogorath hatte ihn beschworen. Nicht gut, gar nicht gut. Ich mache mich sofort an die Übersetzung. Aber ich hoffe, dass Charlidor zurückkehrt, um zu helfen. Naja, Sheogorath hat den Folianten verflucht. Charlidor kann ich nicht lesen? Kann ihn nicht lesen. Xarxes Hinterteil. Wird das hier eine ganze Weile dauern. Schaut gelegentlich in der Gildenhalle vorbei. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich fertig bin. Alles klar, werde ich. Haltet in der Zwischenzeit auf euren Reisen die Augen offen. Es gibt viele verlorene Folianten, die über ganz Tamriel verstreut sind. Wer weiß, jedes dieser Bücher könnte uns dabei helfen, Charlidors verlorene Inselzuflucht wiederherzustellen. Entschuldigt mich, ich muss mit dieser Übersetzung beginnen. Diese Runen, faszinierend. Valastet, was Sheogorath angeht. Schrecklich, nicht wahr? Den Dickschädel und die Aufmerksamkeitsspanne eines Kindes, aber die Macht eines dätrischen Fürsten. Ist der immer so? Ja, ist er. Nun, versucht mal das Positive zu sehen. Ihr steht wenigstens noch auf zwei Beinen. Ihr seid nicht umgekrempelt oder strahlend purpurn eingefärbt oder mit neuen, zornig zuckenden Gliedmaßen versehen worden. Es könnte schlimmer sein. Das ist wahr. Das ist wirklich so. Ich bin eigentlich heil davon gekommen. Ich habe jetzt also keine weiteren Magier-Quest, Tatsache. What the fuck? Okay, ich dachte, ich hätte jetzt irgendwie noch eine neue Quest oder so. Oh, schick eingefärbt. Nice. Der ist sogar schon Veteranenstufe. Und es donnert und blitzt. Oh mein Gott! In den Brunnen! In den Brunnen! Okay, geht nicht. In den Brunnen! Hier sind wir sicher. Jetzt können wir nachgucken, wo wir hingehen. Als nächstes würde ich doch gerne dann die Quest hier machen. Das ist Ressourcen der Rotkrähen. Das würde ich gerne machen. Was habe ich denn noch so als Quests? Ich bin echt geschützt. Ich habe einen Buff bekommen. Yay! Tagebuch-Quests. Die Werwölfe im Norden, das ist ja danach. Und Anker aus dem Hafen war auch noch. Das machen wir aber ein bisschen später. Und die Tochter der Riesen auch. So. Wieder raus aus dem Brunnen. Und rein ins Getümmel. Wir wollen natürlich schnell reisen. Ohne, dass es was kostet. Das wäre ganz, ganz gut. Ich habe ja nicht umsonst den Wegschrein da entdeckt. Und das war auch ganz gut so, dass ich den entdeckt habe. Denn jetzt wird er uns von Nutzen sein. Von Nutzen, Mensch. Ich habe irgendwie Bock, heute den ganzen Tag aufzunehmen. Ah, schön. Aber ich glaube, das reicht dann erstmal. Morgen kann ich ja weiterhin aufnehmen. Obwohl, morgen habe ich, glaube ich, nicht so die Zeit. Ich sollte es, glaube ich, ausnutzen. Was meint ihr? Ja doch, ich sollte es ausnutzen. So, da lang. Jawohl. Naja, das ist egal.
mit Gruppe und alles. Das will ich ja sowieso nicht machen im Let's Play. Stimmt, wir haben hier mehrere Quests irgendwie, die wir noch annehmen können. Und da hinten ist was. Das zeigt sogar dahin. Nice, ein neuer Ort. Ich möchte jetzt erstmal mit einer der Durchsturzpatrouillen reden. Scheint eine neue Aufgabe zu sein. Wir müssen etwas tun. Was ist denn los? Wer da? Weist euch aus. Ja, ich habe schon gefragt, was ist los? Banditen haben ein Stück die Straße hoch eine Karawane angegriffen. Wir haben sie im Haus eines Adligen umstellt, aber sie haben die Familie als Geisel genommen. Falls wir angreifen, werden sie sie alle umbringen. Werdet ihr die Geiseln retten können? Das ist nicht meine Entscheidung. Ihr solltet mit Hauptmann Falivere reden. Sie ist auf dem Weg westlich vom Lager. Ich werde losgehen und Hauptmann Falivere suchen. Neuer Schauplatz, das Lager der Rotkrähen. Das da? Ah, das können wir also erst entdecken, wenn wir Faliveres Schachzug beendet haben. Interessant, aber ich möchte jetzt erstmal hier hingehen. Ich möchte den Ort da entdecken. Der sieht interessant aus. Da könnte auch so die ein oder andere Quest versteckt sein, damit man das erkundet. Oh nee. Doch, das ist nicht ganz entdeckt. Also hier muss es eine Quest geben dafür. So langsam habe ich Teso begriffen. Nach 70 Parts. Jawohl. Muss so. Die Kobolde sind mir noch lieber als diese komischen Chaganak oder wie die hießen. Doch, ich glaube, die sind Chaganak. Zweiklinge. Interessant. Hallo. Stufe 5? Echt jetzt? War weg mit euch. Ist hier echt keine Quest in der Nähe irgendwie? Oh. Hauptsache, ich nehme erstmal ein bisschen Wasser mit. So. Hier muss doch eine Quest in der Nähe sein. Wahrscheinlich dafür, oder? Kann das sein? Obwohl, nee, das kann nicht sein. Nee, keine Ahnung. Ich suche dich, Quest. Wo immer du auch bist. Du kannst dich nicht lange verstecken. Aua. Guckt euch an. Die sind sogar Feuer. Sind sogar Feuerkobolde. Und die haben auch diesen grässlichen Gesichtsausdruck. Wenn die ihre Magie wirken. Hässlich. So, dann geh ich mal da lang. Hier sind Häuser. Ha, das ist eine Quest. Haha, jawohl, das ist die Quest hierfür. Kann mir keiner sagen, dass es nicht so ist. Ach, die gehen so schnell tot, das ist so toll. Die geben mir auch noch Materialien, das ist noch toller. Gibt es hier irgendwie noch was zu entdecken? Hier sind Häuser, aber alles abgebrannt. Nein, da hinten ist ein Haus, was nicht abgebrannt ist. Bleib stehen. Das ist ja krass hier. Hier ist alles voll, dieser Dinger. Oh. Gemeinschaftshaut, lol. Ja, alles klar. Ich gehe durch die Treppe durch da rein. So muss das. Formen des Glaubens, die Orks. Erstmal die Truhe so. Nice. Oh. Auch nicht schlecht. Kann ich das jetzt schon lesen? Zufälligerweise? Irgendwie? Tatsache. Okay, kann ich es denn noch lesen? Ah, ne, die Zeit wird dafür nicht mehr reichen. Gut, dann lasse ich das mal so, damit ihr es lesen könnt. Okay. So. Nice, was finde ich denn hier alles? Cool. Interessant, interessant. Gut, dann werden wir im nächsten Part die Formen des Glaubens. Oh ne, Moment. Ah. Lesen. Ah, schade, der ist leer. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir danach die Quest hier an und machen dann die erstmal. Weil, ja, wir haben hier noch einen neuen Ort auf der Karte. Einen neuen Ort. Und vielleicht ist ja hier auch noch was. Ja, glauben tue ich es jetzt nicht wirklich.
Hier ist auf keinen Fall mehr was. Hier ist alles fertig. Oh, hier interessiert mich auch. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ups. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, würde ich sagen. Von Let's Play, die ja das kurz online Teso. Und dann haut schon mal rein. Bis dann und ciao.